Doch. Ein gute Wie und herzlich willkommen hier aus der PSC Bank Arena am Born am Hagen. Mein Name ist Jörg Mayer heute und neben mir sitzt heute Jan-Erik Eichhorn und wir werden mit euch den Nachmittag verbringen bei diesem Spitzenspiel der Regionalliga Südwest heute. Der dritte trifft auf den Tabellenführer nach Spieltag 3. Und zuerst begrüße ich erstmal dich. Ja, grüß dich Jan-Erik. Servus. Schön, dass du heute Zeit hast. Eigentlich ist es nicht schön, dass du heute Zeit hast, denn die Leiste macht Probleme. Wie ist dein aktueller Stand? Ja, der aktuelle Stand ist, dass ich leider operiert werden muss. Hätten wir alle selber nicht gedacht, weil es sich doch besser anfühlt. MRT-Ergebnis sagt leider was anderes und jetzt werde ich am 4.9. leider operiert. Ich glaube, alle schwarz-blauen Fans drücken dir die Daumen. Und gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, dadurch hast du heute Zeit, hier dieses Spitzenspiel mit mir zu machen. Wir sehen den FSV, der, man muss ehrlicherweise sagen, in der 90. Spielminute in Dreier, ich hatte es nicht so ausgesehen, als würde man aktuell Tabellendritter sein nach 3 Spieltagen. Da hat sich das aber nochmal gedreht. Dann ging es mit einem 0:0 beim Balinger SC nach Hause und letzte Woche dann bei der anderen Balinger Mannschaft, beim TSG Baling, hat man das Auswärtsspiel gewinnen können durch Tore von Fallaje, Butterkrit und Weißmann. Das ist aktuell so der Stand. Leider ging es früh raus im DFB-Pokal, erste Runde. Aber der Kollege, also der Torhüter von den Mansa-Leuten war einfach zu stark. Die Regie gibt mir wüste Anweisungen aufs Feld. Wir werden jetzt hier eingeblendet. Hurra. Winken mal. Hallo. So sehen wir hier aus von unseren Plätzen. Ich bin der mit der Glatze und Jan-Erik ist der mit den Haaren. Also gehen wir nach vorne, es verwirrt mich hier zu sehr. Also, und Stuttgart hat einen Traumstart hingelegt, jeweils 3 Spiele, 3 Siege, aktuell Tabellenführer. Man gewann gegen Fulda, gegen den Balinger SC und zuletzt das Nachholspiel bei Schott Mainz unter der Woche. Viele englische Wochen aktuell, gerade zu Beginn der Saison. Hast du schon mal so viele englische Wochen hintereinander gesehen in der Regionalliga? Also wir hatten es letztes und vorletztes Jahr in der Regionalliga Nord auch schon, dass wir mal so 2 englische Wochen hintereinander hatten, weil auch irgendwie Nachholspiel dazwischen gefallen ist. Aber ist natürlich schon eine außergewöhnliche Situation. Ne? Das ist aber sehr belastend, oder? Man kann gar nicht so die Regenerationsphasen, gar nicht so auch die Zeit, sich auf die Gegner einzustellen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also die Spiele kommen natürlich Schlag auf Schlag. Persönlich als Fußballer finde ich es eigentlich immer geil, weil man relativ viele Spiele hat und dafür relativ wenig Training im Verhältnis, aber ist trotzdem schon sehr kräftezerrend. Ne? Ja, hier seht ihr auch mal den O&M-Block, die Südtribüne eingeblendet. Noch ist Platz für alle, die noch nachkommen möchten. Heute werden wir nicht diese Kulisse wie gegen Rostock hier haben, aber es ist auch effektiv das erste Spiel dieses Jahr hier aus der Ligasicht. Das Spiel gegen Schott Mainz wurde ja nach Dreieich verlegt. Ist auch aus diesem Grund erinnerungswürdig geblieben, wie aus vielen anderen Gründen. Du hast ja gespielt in 26 Minuten waren es, glaube ich. Ja. Das sah auch von oben ein bisschen übel aus, was du dir jetzt zugezogen hast. Hoffen wir, dass es vielleicht dieses Kalenderjahr noch was wird. Mal schauen. Genau. Ich bin da eigentlich immer zuversichtlich, aber man muss schauen, wie es sich danach der OP alles entwickelt. Ne? Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Und zur Not sehen wir dich ja bei der Rückrunde genau wieder. Wo wir gerade beim Thema englische Wochen sind, weil damit geht es auch weiter. Der FSV spielt nächsten Mittwoch in Walldorf und dann nächsten Samstag wieder hier gegen Freiberg. Und für die Stuttgarter geht es zur TSG Baling. Die werden dann quasi das zweite Mal gegen Stuttgart spielen. Die haben ja im DFB-Pokal gegen die erste Mannschaft gespielt, dürfen jetzt nochmal gegen die zweite spielen. Und dann spielt Stuttgart 2 zu Hause gegen Walldorf. Du bist ja neu beim FSV, hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist nach Enkheim gezogen. Ist auch ganz hübsch da, nah mit der U-Bahn. Aber hast du letztes Jahr schon den FSV verfolgt? Ja, gerade so in der Rückrunde und dann als es auch schon in Richtung FSV gehen konnte, habe ich schon auf jeden Fall auch die Mannschaft verfolgt. Ne? Das Hessen-Pokalfinale habe ich mir angeschaut. So. Und natürlich, ne, 5. Platz ist natürlich in der Liga ein geiles Ergebnis, keine Frage. Wie früh wurdest du denn da kontaktiert? Also es fängt ja nicht mit dem letzten Spiel daran vermutlich, nee, sondern... So, ich glaube es waren 3 Wochen vor Saisonende müssten es gewesen sein. Genau, da hat mich dann mein Berater damals angesprochen, dass es auch Interesse gibt, dass sie mich gerne zum Gespräch einladen möchten. Ne? Und genau, da hat es so angefangen.
Ja, man denkt immer, dass das alles so schnell geht, aber es ist dann doch ganz schön viel Zeit dahinter. Hättest du noch woanders hinwechseln können? Kannst du darüber reden? Also ich sag mal, dieses Jahr sind die Angebote begrenzt gewesen, weil ich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte in der Rückrunde so. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es halt hier geklappt hat jetzt beim FSV, ne? Ja. Wir freuen uns, dass du da bist und dass du hoffentlich bald wieder spielen kannst. Weil ich vorhin danach gefragt habe, das letzte Spiel zwischen diesen beiden Kontrahenten war am 23. Spieltag, das war der 18. März letzten Jahres. Der FSV konnte das Spiel mit 2:1 gewinnen. Es traf Butakrit doppelt. Schauen, wie das heute gelingt. Ich bin ihm heute in der U-Bahn begegnet, auf dem Weg hierhin. Und er sagte, ja, Stuttgart 2, das kenne ich schon, das mache ich gleich nochmal so. Davon habe ich gesagt, aha, nie im Leben. Und dann werden wir mal sehen. Kommen wir zu den Aufstellungen. Ist die Regie soweit? Jawohl, wir kommen mal zu den Aufstellungen. Wir beginnen mit den Gästen. Wir begrüßen alle zugeschalteten Fans aus Stuttgart und der schwäbischen Umgebung und präsentieren euch jetzt hiermit die Aufstellung des Gästetrainers Fiedler. Wir erwarten die Gäste in der Dreierkette, bestehend aus Chase, Laubheimer und dem ehemaligen FSV-Kapitän Notnagel, jetzt Kapitän bei den Gästen aus Stuttgart, ja auch schon ein paar Saisons. Rechts Hoppe und links Weig. Und dann werden wir im Mittelfeld sehen, vermutlich mit Greuz auf der 6. Vielleicht orientiert sich noch einer in seine Richtung. Vielleicht Paula, vielleicht Drakas, vielleicht Münst. Und Gallien wird im Sturm spielen. Das ist ja der Top-Torschütze. Der hat schon dreimal getroffen für die Gäste. Ansonsten sehen wir auf der Bank vielleicht später noch Böhmka, Meier, Vogt, Simnika, Fahneroth, Di Benedetto, Reichardt, Bozziaris und Sonnenwald. Das ist soweit die Aufstellung der heutigen Gäste aus Stuttgart. Und jetzt kommt die Aufstellung des Fußballsportvereins von 1899. Da sind wir auch wieder Dreierkette, oder? Das ist momentan das Mittel der Wahl beim FSV. Bestehend aus Weißmann, Matuidi, Del Vecchio. Auf den Außenbahnen sehen wir dann Hildmann und Emmerling. Auf der 6 Schlags neben Azuak. Im Mittelfeld ansonsten natürlich noch die 8, Gigi Del Vecchio. Und im Sturm vielleicht ein bisschen nach hinten versetzt, Gia Butakrit, den wir vorhin schon angesprochen hatten. Und dann im Sturm heute auch der Aziz Fuadus. Das ist die Aufstellung von Tim Görner heute. Auf der Bank sehen wir noch Bremer, Ubela, Messina, Costa, Kraja, Falaye und Löbus. Kommen wir noch kurz zum Schiedsrichter gespannt, zu allerletzt. Heutiger Hauptschiedsrichter ist nicht der Angezeigte, sondern Timo Buglin. Seine Assistenten sind Julian Gums und Christian Eilitz. Das ist ein bisschen anders als da. Irgendwie scheint die Regie in der Zeile fort zu sein. Wie dem auch sei, wir wünschen dem Schiedsrichter gespannt alles Gute und ein glückliches Händchen in der Spielführung. So, und jetzt zu guter Letzt. Es gibt ja das Tippspiel von der Regionalliga Südwest bei Kicktipp, wo ich, nachdem ich einen Spieltag im Urlaub war und nicht getippt habe, auf irgendeinem 200. Platz gelandet bin. Nichtsdestotrotz haben wir die Tradition, dass wir vorher das Ergebnis tippen. Was ist denn dein Tipp, mein lieber Beppo? Ich sage 2:1 für uns. Und was sagt die Regie? Regie sagt 2:2. Ich sage nicht das, was ich heute im Tippspiel gesagt habe. Da habe ich nämlich gegen den FSV getippt. Aber ich bin mal ganz zuversichtlich und sage 1:0. Aber eigentlich ist ein Spiel, wo wir viele Tore erwarten können. Weil natürlich hat der FSV zumindest ein Spiel zu 0 gespielt. Die anderen Spiele aber beide nur mit einem Torunterschied gewonnen. Auch schon 7 Treffer erzielt, 5 schon zugelassen nach 3 Spielen. Auf der anderen Seite 8 Tore, 4 zugelassen. Also es ist vieles möglich heute und ich glaube, wir werden eine wilde Nummer da sehen. Genau. Und jetzt warten wir auf die Mannschaften. Allzu lang kann es ja nicht mehr dauern. Hast du irgendwelche Rituale vorm Spiel? Das ist auch mal eine Frage, die ich immer stelle. Eigentlich nicht. Ich bin da relativ altmodisch, gehe einfach auf den Platz und versuche Gas zu geben. Ne? Also irgendwelche Rituale mache ich eigentlich nicht. Ne. Ist nicht irgendwie eine Glücksmünze, die noch geküsst werden muss? Nee. Immer zuerst mit dem rechten Fuß auf den Rasen. Nee. So abergläubisch ist gar nicht. Abergläubisch bin ich überhaupt nicht. Gibt ja so Leute. Ja. Neben dem Sitz in der Kabine? Ich sitze neben Elio Bella und neben Giat. Ah, neben Giat? Ja. Der ist ein Scherzkeks, oder?
schon ein bisschen verpeilt auch manchmal, ne? Aber schon lustiger Typ auf jeden Fall. Aber du musst ihm nicht vorher die Schuhe noch zubinden. Nee. Das schafft er alleine. Nee, ja, das schafft er noch alleine. Den Butterkitter kennt man immer an den Schuhen hier oben. Das ist ja diese leuchtenden pinken Schuhe an. Ah. Ja, allzu lang kann es nicht mehr dauern. Wir haben heute leider keine Kamera unten, die uns einen Blick in den Spielertunnel erhaschen lassen würde. Also müssen wir mit dem leben, was wir hier sehen. Wir sehen auch nicht viel mehr als die Kamera übrigens. Aber es ist schön, mal wieder auf dem angestammten Platz zu sein. Weil gegen Rostock dürfen wir nicht, weil die Kollegen von Sky ja alle Rechte haben. Ja, okay. Und dann waren wir in Dreieich. Und dann. Jetzt sind wir endlich mal wieder hier. Ist doch schön. Ansonsten Frankfurt, bestes Wetterchen heute eigentlich zum Fußballspielen. Als letztens hier gestern hier geregnet? Genau, gestern Abend hat es nochmal ordentlich gegossen hier. Also ich denke, die Platzverhältnisse sind heute top. Der Rasen wurde nochmal nass gemacht und wir freuen uns auf jeden Fall auf eine geile Partie. Ansonsten ist es einfach wie gegen Rostock, da wird der Platz nochmal nachgebessert während der Partie. Auch ein sehr skurriles Bild, oder? Ja, ansonsten die Regionalliga hat ein bisschen, hat ja jetzt 3 Spieltage hinter sich. Sie ist nicht so gestartet, wie ich gedacht habe. Also dass Homburg 5-0 gegen Frankfurt untergeht, also gegen die Eintracht hätte ich nicht gedacht. Dass die Kickers gerade eigentlich nur so sich mit Mühe und Not ein paar Punkte zusammenklauben, hätte ich auch nicht gedacht. Und wenn Stuttgart heute hier gewinnt, machen sie einen ganzen Satz nach vorne nochmal. Ja. Gibt auf jeden Fall schon ein paar Überraschungen, ne? Beziehungsweise verrückte Ergebnisse. Ich habe jetzt vor Augen das 7-0 von Stuttgarter Kickers gegen TuS Koblenz, ne? Also das sind schon verrückte Ergebnisse auch, wie du gerade schon angesprochen hast, dass die Eintracht 5-0 gegen Homburg gewinnt, das sind natürlich Ergebnisse, die erwartet man auch gar nicht. Ne? Also es kann immer alles passieren. Ja, also gerade Eintracht 5-0 gegen Homburg, nachdem Homburg 3-0 gegen Darmstadt im DFB-Pokal gewinnt. Absurd. Einfach nur absurd. Ein Freund von mir ist Darmstadt-Fan. Der hat am Sonntag ein paar Witze über mich gemacht, nachdem wir hier das Elfmeterschießen verloren hatten. Am Montag kam das dann alles retour. Und jetzt hat Homburg 5-0 gegen die Eintracht verloren. Und da habe ich ihm auch geschrieben, ey, dieses Homburg, das ist echt eine schwere Nuss, du. Uiuiui. Ganz verrückte Tage. Ey. So, allzu lang kann es nicht mehr dauern. Ihr seht hier einen leeren Rasen mit den Markierungen der Galaxy. Galaxy hat letztes Wochenende hier gespielt. Aber die ELF-Saison neigt sich auch langsam und aber sicher dem Ende entgegen. So, jetzt können wir mal. Ja, da kommt schon mal der Physiotherapeut raus von den Stuttgartern. Aber das Wetter ist heute echt gut hier. Also es hieß irgendwie Unwetter im Vorfeld, aber momentan sieht es nicht nach Unwetter aus. Perfekte Fußballbedingungen, würde ich sagen. Ja, keine Sonne, eigentlich kein Wind, zumindest keinen, den wir hier auf der Haupttribüne spüren würden. Und wir merken den in der Regel, weil der zieht hier von links nach rechts an. Ja, und so erwarten wir jetzt hier dieses Spiel. Aber es ist schon so, du hast ja bei Hannover 2 gespielt, hast ja auch in Hannover auch geboren. Wenn man die zweiten Mannschaften hat, dann kommen auch weniger Leute insgesamt, oder? Das sind in der Regel nicht so die attraktiven Partien. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass wir dann mal, bei uns lief es natürlich auch letztes Jahr relativ gut, da sind dann mal ein paar Leute zu Auswärtsspielen mitgekommen, aber in der Regel kommen auch bei Heimspielen wenig Leute, ne? Also im Verhältnis wenig Leute, also 400 bis 500 Leute so im Durchschnitt, würde ich sagen. Und wie gesagt, zu den Auswärtsspielen halt fast keiner. Ne? Also das sind schon eher so unattraktivere Partien. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass die zweiten Mannschaften eigentlich immer einen guten Ball spielen, ne? immer zocken. Also wir können uns auf jeden Fall auf ein geiles und fußballerisch gutes Spiel freuen. Das denke ich auch. Und die haben auch Qualität. Also die haben was Stuttgart 2 nicht hat im Vergleich zum Beispiel Hoffenheim 2. Hoffenheim 2 hast du viel mehr Leute, wo du denkst, okay, die könnten jetzt eigentlich auch erste Mannschaft nochmal spielen. Das hast du hier bei Stuttgart 2 nicht, aber es ist trotzdem immer noch eine super Truppe. Und
definitiv eine der Mannschaften, die ich zur oberen Hälfte am Anfang der Saison geschätzt hätte, vielleicht sogar oberes Drittel. Ja. Weiß aber nie bei diesen zweiten Mannschaften, das war mal schwierig. Und da kommen jetzt auf jeden Fall der Schiedsrichter gespannt und die Mannschaften auf dem Feld, angeführt von den Kapitänen Notnagel und Asuak, zwei alte Bekannte, die gleich sich beim Münzwurf wiedersehen werden. Angeführt vom Schiedsrichter Buglin, geht auf den Rasen. Stöcker den weißen Trikots mit dem klassischen roten Bruststreifen und der FSV in den wunderschönen neuen Trikots. Die Fans irgendwann ein bisschen, wenn der FSV eine so schöne Trikots hat, sind die Spiele schlecht. Im A-Block wurden Konfettikanonen gezündet. Jetzt geht hier rotes Konfetti auf den Rasen. Vielleicht seht ihr es jetzt. Ja, rechts ins Bild kommen. Genau, es ist keine Bildstörung. Es ist blaues Konfetti, während die Mannschaft nie hat. Hier abklatschen. Frankie ist auch dabei, das Maskottchen des FSV, sonst beheimatet im Frankfurter Zoo. Warst du schon im Frankfurter Zoo? Leider noch nicht. Ja, wird nachzuholen sein. Hast ja jetzt Zeit, kannst du da hingehen. So, Kapitäne stehen bereit, Schiedsrichter erklärt das mit der Münze, Münze ist in der Luft. Stuttgart gewinnt die Platzwahl und entscheidet sich, glaube ich, stehen zu bleiben. Wie ich das von hier oben gesehen habe. Und dann sind wir gleich bereit für diesen Kracher des vierten Spieltags. Das Topspiel des vierten Spieltages. Stuttgart 2 gegen FSV Frankfurt. Jetzt werden Kreise gebildet. Du warst ja jetzt beim ersten Kreis dabei diese Saison. Was wird da so gesagt? Da wird einfach nochmal gesagt, worauf es ankommt, was wir vorhaben. Und wird sich einfach nochmal gepusht. Ne? Und mehr ist es eigentlich auch gar nicht. So, und Aziz Fouadouz geht jetzt hier zum Anschlusskreis. Also zum Anschlusspunkt. Stuttgart in der ersten Halbzeit in Weiß von links nach rechts. So, und damit ist das Spiel eröffnet. Beide Mannschaften heute mit der Fünferkette bzw. Dreierkette. Hier sehen wir jetzt beim FSV Weißmann, spielt heute den zentralen Innenverteidiger, Matuia links und Awasi rechts. Und dann sehen wir Hildmann auf der rechten Außenbahn und Emmerling auf der linken Außenbahn. Hier ist Matuia. Sehenswert. Verliert den Ball aber jetzt gegen das Pressing. Stockert in der Vorwärtsbewegung. Hier ist Chase. Das müsste Hoppe sein. Nee, Verzeihung, das ist jetzt Hoppe. Hier sehen wir Chase. Ich finde es ein bisschen, ich glaube, er ist gar kein US-Amerikaner, aber ich möchte diesen Namen so aussprechen. Vermutlich spricht man ihn ganz anders. Bitte das zu entschuldigen, wir ziehen das jetzt hier trotzdem einfach so durch. Ich kann mir eigentlich auch vorstellen, dass man ihn so ausspricht. Also würde ich jetzt mal von ausgehen. Deswegen können wir gerne so machen. Ja, lieber ein Folgefehler als wie in der Deutschklausur. Genau. Ein Wort. Oh, Butterkit hat hier den Ball erobert. Und dann mit der Vecchio. Butterkit jetzt in der Vorwärtsbewegung. Links bietet sich Duzan, aber Butterkrieg geht weiter. Jetzt gleich auch gegen Notnagel, immer noch im 16er. Verliert hier aber den Ball. Stuttgart wieder in der Vorwärtsbewegung. Mit links, mit Weik. Ja, da muss Matuia jetzt ran. Matuia bekommt den Ball auch und kriegt ihn auf Asuak. Asuak. Na. Duzan, der irgendwie im falschen Moment gestartet, deswegen läuft der Ball durch bis zu Dennis Simon. Chase und Hoppe. Laupheimer mit der 6 spielt auf der 6, spielt nicht auf der Endverteidigungsposition, wie wir es erwartet haben. Aber sie bekommt den Ball und Ospel schlägt den weg. Paula. Awasi. Weik. Weik verliert den Ball, also Akatin. Sichert ihn erstmal. Aber kein guter Ball auf Buadus. Und Foulspiel hier an dem Stuttgarter.
Münzt. Und hoppe. Drakas. Chase. Ja, gegen den Ball spielt der FSV so ein 5-3-2. Ja, Stockfehler hier von Stuttgartern. Hilft man mit dem Einwurf. Und Weißmann als zentraler Innenverteidiger, da habe ich ihn am Anfang der Saison ehrlicherweise nicht gesehen. Hat er sich vermutlich selber auch nicht gesehen auf der Position. Nee, eigentlich hat er auch in der Fünferkette immer dann auf der halblinken Position gespielt. Das hat der Trainer dann nach dem Schott-Main-Spiel, glaube ich, geändert. Und seitdem spielt er hinten in der zentralen Position und finde ich, macht seine Sache auch sehr gut. Stucker da den Ball, wird gefoult. Durch Buadus. Notnagel hat sie erwischt. So ikonisch dieser rote Brustring auch ist, ne? Die Nummern sind echt schwer zu lesen. Vor allem so ab dem Mittelkreis. Ja, hier auf unserer Seite geht's noch, aber dann. Na, hinten raus wird schwierig, ja. Der Weg hier unter Vorauswirkung. Links unterwegs, jetzt gegen Chase. Chase blockt den Ball und der bleibt auch im Spielfeld. Hoppe sammelt ihn auf. Der Vecchio rennt hinterher. Laupheimer. Links raus. Das ist Paula. Weik, Notnagel. Zurück auf Weik. Aber was, ich muss jetzt hinterher. Weik ist ein bisschen schneller. Weik kommt in die Mitte. Weißmann hat ihn. Bringt ihn aber zurück auf Weik. Weik links in der Box. Hildmann, gutes Tackling, Ecke. Eher rechts oder eher links bei dir? Du eher links, oder? Ja. Eher links, ja. Auch links Fuß? Auch links Fuß, ja. Erste Ecke des Spiels für die Gäste hier von links. Das Vorverteidigen Mann gegen Mann. Oh, da hatte Gallien die Situation, die Chance mit dem Kopf, aber Kopf drüber. Wurden wir gleich gepresst. In diesem Fall hier gegen Hasuak. Schlags. Weißmann, auch wieder gleich gepresst von Gallien. Matuvia. Oh. Emmerling jetzt. Einwurf für den FSV. Ja, der kann Hoppe so lange bestreiten, wie er möchte. Das war ein klarer Einwurf für den FSV. Aber die stehen dann gut auf den Füßen in den ersten 5 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht schon in den ersten Minuten, dass Stuttgart auf jeden Fall sehr hoch presst und sehr früh attackiert. Oh. Ey, den Buadus springt dabei, Entschuldige, den Buadus springt dabei weiter weg, als ich ihn schießen kann. Mann, Mann, Mann. Du wolltest was sagen. Ja, dass Stuttgart uns schon relativ hoch presst, ne? Dass wir sehr viel Druck hinten haben und da müssen wir es schaffen, Lösungen zu finden. Hoppe. Kommt den Ball jetzt auch zurück, rennt nur hinterher, Almo vorne an. Also nochmal Einwurf. Also auch wenn die beide Fünferkette spielen, hat man den Eindruck, dass Stuttgart offensiver eingestellt ist in den ersten paar Minuten und dass Stuttgart auch breiter aufgestellt ist. Also wenn du dir anguckst, wie so ein Drakas spielt, der spielt eigentlich rechts außen. Der spielt direkt vor dem Hoppe. Ah, macht ihn wieder vor Gallien. Und Bornheim spielt aber irgendwie enger in die Spitze. Ne? Also es ist spitzer auf, läuft spitzer zu. Ja. Das Greuß, dem er eigentlich weiter im Mittelfeld erwartet haben, spielt ja bei Innenverteidiger heute. Notnagel, Laupheimer, Gallien, verliert den Ball an Azog. Azog eine Vorzwingung Richtung Butterkick. Butterkick gegen Chase. Das habe ich letztes Mal schon mal gesehen. Butterkick jetzt in der Box und fällt, aber kein Elfmeter. Schiedsrichter Buglin sagt, kein Elfmeter. Der Chase hat ihn schon hart bearbeitet, aber ich fand, es war jetzt kein hundertprozentiger Elfmeter. Von hier oben schwer zu erkennen. Ich würde ihn aber, glaube ich, auch nicht geben als Schiedsrichter. Notnagel.
Fowler. Reus. Chase. Und Hoppe. Ah, Mutter geht immer noch Gesprächsbedarf mit dem Schiedsrichter. Spiel geht aber derweil weiter mit Notnagel und Paula und Laupheimer. Ja, und Stuttgart verschiebt sich jetzt immer weiter nach vorne. Lass ihn gut den Ball laufen. Hoppe. Oh, Buadus und Hoppe gerade ineinander. Es wird Foulspiel gepfiffen gegen den FSV. Hier sehen wir die Elfer-Szene nochmal. Ja, rempelt ihn schon an, aber nee. Also, nee. Das glaube ich auch zu wenig für einen Elfmeter. Ball wieder im Spiel mit Hoppe und Chase. Laupheimer spielt ja auf der 6 im Spielaufbau und Münster rückt dann nach vorne, aber wenn die den Ball verlieren, rückt Münster auf die 6 zurück mit der 13, kann man gut erkennen. Weiß man, ist hier dazwischen, ein Einwurf für die Gäste. Lauf wieder, wenn du dir anguckst, wie die beiden Außen, offensiven Außen spielen, also der Drakas, der jetzt hier gleich den Ball bekommen wird, der steht ja viel weiter außen als der Paula. Nein, der ist weg. Abstoß. Also der Draka spielt ja wirklich an der Außenlinie, ja. Und der Paula spielt viel mehr Richtung Mitte. Und die drei sind auch die das Pressing jetzt aufbauen. Sieht man hier, ihr seht es im Bild gar nicht, weil ihr Tim Weißmann seht und Ausbild. Aber jetzt Gallien läuft sofort an, die anderen beiden machen dahinter ein bisschen die Wege zu. Chase, Hoppe, Laupheimer. Und die machen das schon nicht schlecht. Also die drei da vorne werden pressen und die werden vermutlich später auch dann mal ausgetauscht werden. Bei dem Laufpensum. Schlag saubert hier gut den Ball. Butterkrieg kommt nicht mehr richtig dran. Kreuz und Notnagel haben den Ball erobert. Und so macht Stuttgart, wie man es eigentlich erwartet, oder so wie ich zumindest im Vorfeld erwartet habe, schon das Spiel. Ich habe es am Anfang eigentlich auch erwartet, also spielerisch gute Mannschaft, lassen viel den Ball hinten laufen, bewegen uns viel, aber das sind natürlich auch Situationen, die man gerade gesehen hat, wenn da mal ein technischer Fehler oder ein unsauberer Pass ist, dann kann man auch zuschlagen, ne, den Ball gewinnen und dann schnell nach vorne spielen mit dem Tempo, das wir über Giat zum Beispiel haben. Ja. Im FSV sieht man auch sehr gut, gerade in der Verteidigungsreihe, ihr seht es leider nicht im Bild, da ist schon jedem einer zugeordnet, ne? Also es ist, laufen auch mit, halten die Abstände gleich. Ja. Also könnt ihr versuchen, den Ball zu erobern. Ja, der läuft jetzt zwar durch Richtung Butterkrieg, aber Simon hat den. Das sind die Situationen, wie gerade angesprochen, also da den Ball gewinnen und dann schnell nach vorne spielen. Wenn der Pass ankommt, dann kann es schon gefährlich werden, ne, auf jeden Fall. Und das sind auch Möglichkeiten für uns, für den FSV. Ne? Ja, Notnagel ist ein Stück mehr nach vorne gekommen. Kopfball geht aber Richtung auf Matuvia. Ah, es ist eigentlich schon ein Foulspiel an Azua gewesen. Schiedsrichter sagt, Elfmeter für Stuttgart. Mir fehlen ein bisschen die Worte, aber das war nix, oder? Wahnsinn. Also, ist schon so, dass der Laupheimer vorher den Asuak da hinschubst, wo er dann hinfällt. Also. Aber Schiedsrichter Bucklin sagt Elfmeter. Also gibt's jetzt Elfmeter. Können wir es in der Wiederholung nochmal sehen? Nee, ne? Wir haben es zu knapp. Paula ist der Schütze hier für die Stuttgarter, Ostbild bei Bornheim im Tor. Läuft jetzt an und er geht links unten rein. Paula trifft zum 1:0 in der 13. Spielminute. Und hier auch, oh jetzt wird
Also die Stuttgarter feiern vor dem Block 385. Das findet der Block 385 gar nicht gut. Da springen Fans jetzt über den Zaun. Der MSV-Spieler versuchen wieder zurückzubekommen. Auch die Ordner sind jetzt da. Paula hat sich da aber auch sehr provokant vorgestellt. Und jetzt gibt es Pfiffe hier von allen Seiten. Und auch nochmal Gespräche mit dem Schiedsrichter. Also erstmal war es für mich kein Elfmeter und sich dann da so hinzustellen, finde ich schon frech. Gibt jetzt auch nochmal, wenn ihr eingeblendet den Aziz-Pour Adus seht, gibt es nochmal Gelb für Paula und Gelb für Weißmann, weil sie mit dem Schiedsrichter noch zu lange ein Gespräch hatten. Notieren wir auch, gelbe Karte, Weißmann. Weißmann und Paula. Was eine erste Viertelstunde, wa? Verrückt. Kommen wir zurück zum Spiel. Vorne haben wir jetzt den Rückstand. Und Drakas läuft Matuvia an und Matuvia sagt, ja, Freundchen, hier gibt es noch eine Schulter. Und jetzt geht es hier mal. Der hat Matuvia hat übrigens Drakas nicht erwischt. Drakas macht den Sicherheitssprung. Wie hieß das bei Anni Möller? Hatte dafür so einen schönen Begriff. Vorsichtsschwalbe? Nein. Aber jetzt auf jeden Fall hier. Ich würde sagen, das wäre der klassische Matuvia. Schönes ja. Tackling und sich danach abfeiern, das macht er ganz gerne. Hat er im Training dich auch schon umgetreten? Oder? Das klingt so. Ja, hat mich auch. hat mich auch schon mal erwischt. Aber ich sag auch, es gehört auch irgendwo dazu. Und solche Spieler braucht man halt auch in der Mannschaft. Der boxt aber auch drei Gewichtsklassen über dir, oder? Ja. Das macht da keinen Unterschied, glaube ich. Jetzt sehen wir vielleicht diese Elfmetersituation nochmal, ja. Und ich sage, Azorg wird da. Das ist kein Foulspiel, sorry. Bleib ich bei. Jetzt auf jeden Fall hier Feuer in der Partie. Bonheim läuft jetzt auch mal früh an. Und bekommt den Ball, weil Simon nicht weiß, wohin damit. Schlags, Weißmann. Macht das Spiel jetzt hier breit mit Emmerling. Aber keiner in der Nähe. Emmerling gegen Hoppe, das ist kein Foulspiel. Oh, hier springen Leute um mich herum auf. Oder neben uns. Stimmung ist jetzt hier aufgeheizt. Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen. Kreuzen und Notnagel. Kreuz. Paula. Und Del Vecchio. Weiß aber nicht wohin. Das ist ein Foulspiel. Ja, ein ganz, ganz plumpes Foulspiel hier. Von Stuttgart. Müsste Münz gewesen sein. Und jetzt eine Freistoßsituation, aber die ist ganz schön weit. Der weg hier um Buadus und sich bei Buadus hat es natürlich im Bein, ne? Also das ist schon sehr weit, aber ich traue es ihm trotzdem irgendwie auch zu, dass er den vielleicht gut aufs Tor bringt. Ich glaube, er versucht ihn aufs Tor zu bringen und hofft, dass ihm dann irgendeinem schwarz-blauen voll Füße springt. Ball kommt jetzt rein. Simon bringt ihn raus. Und Stuttgart jetzt in der Vorwärtsbewegung über links. Aber sie kann da nochmal jemanden stellen. Und Butakrit bekommt den Ball. Butakrit. Jetzt kein guter Ball auf Azorg. Matuvia hat eine Schusssituation und Simon hat auch den links raus. Und Einwurf. Ja, aber Butakrit passt auf Azorg echt Grütze. Ja, hätte man auf jeden Fall besser ausspielen müssen schon im Voraus. Also ja. Es war eigentlich schon eine hundertprozentige Torchance in meinen Augen. Azorg schießt, wird geblockt. Zweiter Ball geht an Schlags und jetzt auf Emmerling. Emmerling zieht in die Mitte gegen zwei, gegen Drakas, aber der Ball läuft durch zu sein.
Ist auf jeden Fall kein müder Kick hier heute. Laupheimer. Oh, also jetzt Butterkrieg. Butterkrieg zentral. Butterkrieg schießt. Butterkrieg trifft. Geiles Tor. Was eine Bude. Butterkrieg und Stuttgart 2. Eine Liebesbeziehung im zweiten Akt. Im Vorfeld super Ballgewinn von Azuak. Und dann war es auch relativ einfaches Spiel für Djihad, aber macht er trotzdem super, super weg, super Tor. Verdienter Ausgleich. Ja, und damit steht es jetzt 1-1. Und es ist ein munterer Kick hier Ende August. Dann nehmen wir Chase. Der auch gerade im Gegenteil da stand, wie bestellt und die abgeholt. Hoppe. Und Bornheim macht jetzt ja auch die Laufwege ein bisschen zu. Läuft ein bisschen an. Noch nicht übertrieben, aber schon mit einer ich möchte fast sagen, unerwarteten Spielintelligenz. Hoppe. Drakas bekommt den Ball zurück. Emmerling eigentlich mit dem Foulspiel. Ja, sagt der Schiedsrichter so. Ja, da können jetzt hier auch 800 Leute auf der Haupttribüne aufspringen. Kann man schon pfeifen. War schon festgehalten. Schiedsrichter sagt, aber das war noch 10 Meter weiter hinten. Ja. Die Pfeife ist auch so eine Argumentationsunterstützung für ihn, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ist das denn? 5 Jahren laufen Schiedsrichter mit Baseballschlägern über den Platz. Nochmal als eine weitere Argumentationsunterstützung. Oder mit so einer Nerf-Kanone. Du bist abgeschossen, wenn du gelb kriegst. Man erkennt auch schon oft anhand des Pfiffes, also wenn er lauter ist, erkennt man auch schon zum Beispiel beim Foul, ob es schlimmer oder halt nicht so schlimm ist. Das machen die Schiris auch ganz gerne. So. Hast du dir mal überlegt, Schiedsrichter zu werden? Nee, ist gar kein, das ist nicht mein Ding, glaube ich. Schiedsrichter sein, da sehe ich mich dann irgendwann, glaube ich, mehr im Trainer da sein. Ja. Chase hat hier den Ball durch seine Beine laufen lassen und durfte ihn dann wieder einsammeln. Ja, ich sehe mich auch nicht als Schiedsrichter, mein Freund von mir macht das bei Limburg. Und ja, der hat ja sehr viel Spaß dran. Darf er irgendwelche kreisige A-Spiele pfeifen? Ich kann es auch verstehen, wenn es jemandem Spaß macht, so ist auch bestimmt eine gute Sache. Manche finden das gut, aber mein Ding ist es jetzt nicht. Ja, der hat in den 20ern irgendwie 2 Kreuzbandrisse danach verschwunden. Ja, verschwunden. Okay. So, zurück zum Spiel mit Hoppe und Laupheimer gegen Schlags. Ah. Schlags hat unheimlich gute Zweikampfwerte, finde ich. Also er hat mir auch sehr gut gefallen, als er gegen in Dreieich reinkam, ja. Gegen Schott. Hat das Spiel schon nachhaltig verändert. Hoppe, jetzt gegen Del Vecchio und Del Vecchio kein Foul. Emmerling und weg das Ding. Lukas Schlags auch ein unfassbar ballsicherer Spieler, finde ich. Also der gerade so durch sein Passspiel und so immer wieder auch seine Qualitäten auf den Platz bringt. Rechts geht es jetzt raus auf Hoppe. Laupheimer. Man spielt wieder breit. Notnagel ist ein Stück aufgerückt, um da links zu unterstützen. Und Emmerling mobst den Ball. Das war Hildmann. Verzeihung, ja, richtig. Diese beiden Außenbahnspieler, die neuen, die machen ihn noch ein bisschen. Ja, guter Kick. Bekommst du den Ball? Kriegst du noch auf den Boden? Ja. Lässt Chase doch mal alt aussehen, aber dann war der dritte doch einer zu viel. Münst. Ja, oh, Buttergret. Gelb. Definitiv gelb. Die Mutter aller gelben Karten. Was eine Aggression in diesem Spiel ist. Was eine Wut. Man muss. 2 Tore, 3 gelbe Karten. Noch nicht, weil die erste Hälfte der ersten Halbzeit vorbei. Aber hat sich natürlich auch ein bisschen jetzt alles so angesammelt, ne? Nach dem Tor von Stuttgart, der da zu den Fans läuft.
Da gab es Gelb auf der Trainerbank beim FSV. Vermutlich gegen Tim Görner. Würde ich zumindest von hier oben sagen. Ich habe es nur aus den Augenwinkeln gesehen. Entschuldige, du wolltest was sagen. Ja, ich sage, es hat sich alles jetzt alles so angesammelt, ne? Mit dem Tor, wo der Stuttgarter da zu den FSV-Fans rennt, ne? Da kommen natürlich schon dann Emotionen hoch und das sammelt sich dann natürlich auch im weiteren Spielverlauf an, ne? Keine Frage. Kreuz. Na? Du treibt die nach vorne, aber da ist dann kein Bornheimer Spieler, der irgendwie dann Kreuz stellen kann. Das sieht auch Buadu so und bemängelt dies mit einigen Handgesten. Schlags. Guter Krieg gegen Notnagel. Guter Krieg gegen zwei. Notnagel hat den Ball. Jetzt hat ihn Simon. Langer bei Richtung Drakas, aber Ostfeld nimmt den hier problemlos auf. Na, Buadu setzt hier gut nach. Kein Foul, stimmt meiner Meinung nach. Schiedsrichter sagt aber ja. Wir haben heute hier mehrere Situationen schon gehabt, wo wir agree to disagree haben mit dem offiziellen Team. Aber es gibt einen Freistoß für den FSV. Also Günther Vecchio. In der Mitte Awasi, Weißmann, Matuvia, also die ganze Reihe schön nach vorne gezogen. Buadu am zweiten Pfosten. Der Vecchio chippt den jetzt rein. Richtung Buadu, der versucht ihn in die Mitte zu bekommen. Awasi bringt den nochmal rein. Paula bringt den raus. Awasi bringt ihn wieder rein. Oh, das wäre fast noch in die. Awasi macht da wieder Druck. Jetzt hat Weißmann vielleicht gleich den Ball. Nein, Notnagel ist nochmal dazwischen. Awasi jetzt nochmal in die Mitte und jetzt landet er doch bei seinem. Und damit ist die Situation entschärft und es geht schnell nach vorne für die Stuttgarter. Die versuchen hier über links das Spiel zu machen, werden aber wieder gestellt. Und deswegen geht es zurück in die Innenverteidigung zu Notnagel und jetzt auf Laupheimer. Hoppe. Und Chase. Mit dem Ball sieht man bei den Stuttgartern auch sehr gut, dass Notnagel der ist, der aus dieser Dreierkette sich löst, Verbindungsspieler nach links spielt und mit Weig weiter nach vorne gehen kann. Den hat Emmerling gut erobert und jetzt geht's schnell Richtung Butterkrieg. Butterkrieg gegen Kreuz. Butterkrieg immer noch gegen Kreuz und Butterkrieg holt die Ecke. Eckball. Ja, gibt Ecke für den FSV, hier von links. Da macht sich Ahmed Azog bereit. Hat aber alle Zeit der Welt. Schauen wir mal kurz in die Mitte. Über Weißmann, Awasi, Buadus, Matuvia. Emmerling am ersten Pfosten. Hält man sich hinten ab. Azog nur mit der Ecke. Beide Arme hoch. Keine Ahnung, was das heißen soll. Werden wir jetzt sehen. Da kommt flach rein. Geht Richtung der Vecchio. Der Vecchio macht ihn auf Richtung Tor. Und dann will er nochmal. Oh, er schießt sich da. Der Torhüter hatte ihn. Simon fischt den nochmal raus. Jetzt in der Wiederholung zu sehen. Eckball-Variante. Der Vecchio. Und da ist nochmal. Ne, es war gar nicht Simon, sondern es war Notnagel, der den Ball nochmal geköpft hatte. Wäre aber, glaube ich, auch da nicht so schlecht gekommen, auch wenn er nicht abgefälscht worden wäre. Immer eklig für einen Torwart, glaube ich, so ein Ball. Eklige Situation jetzt ja auch für Simon, der unheimlich viele Leute in seinen 5 Quadratmetern wiederfindet. Der Wechsel bringt ihn auf den ersten Pfosten, da kommt er nochmal hoch. Ja, Drakas und weg.
Wildmann sammelt den jetzt auf. Rechts ist ein bisschen Raum mit Del Vecchio. Und der bringt den da rein. Das ist ein Handspiel gewesen. Freistoß für den FSV. An der 28-Yard-Linie. Mein Standard-Experten sind noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Die für den Standard zuständigen, Asak und Del Vecchio, stehen bereit. Und Asak bringt den rein. Simon kommt raus und hat den sicher. Nein, in solchen Situationen hatte man vorher häufiger das. Stuttgart versucht schnell aufzubauen. Drakas hatte sich auch angeboten gerade, aber man entschied sich hier dann doch einen Gang zurückzuschalten. Und so geht es jetzt so langsam, aber sicher in die letzte Viertelstunde dieser ersten Halbzeit. Mit Notnagel. Und Laupheimer. Schlag sehr lauffreudig, versucht hier jemanden zu stellen, gelingt nicht, der Ball geht durch zu Gallien und dann auf Drakas. Drakas gegen Weißmann und Matuvia. Matuvia tritt ihn um. Und wieder Redebedarf. Weißmann sollte sich jeder Diskussionsgruppe fernhalten mit seiner gelben Karte. Ich habe es jetzt noch nicht ganz genau gesehen. Sah aber für mich auch irgendwie nach nichts aus, keine Ahnung. Ich glaube, er hat ihn schon erwischt. Ja. Umtreten war vielleicht eine etwas zu hoch gegriffene Vokabel. Das mag ich zugeben, aber der Treffer war trotzdem da. Jetzt sehen wir Leonard Lewis Münst beim Freistoß hier von rechts. Schiedsrichter hat die Situation vorher abgepfiffen, aber da war Münz, also die Schallwelle war noch nicht bis zu Münz durchgedrungen. Wir probieren es nochmal. Schiedsrichter ist den Gumpz, hat ja auch alles im Blick, in seiner sehr guten Position hier direkt neben Münz. Ball kommt am ersten Pfosten, geht an allen vorbei. Weißmann klärt ihn erstmal hoch. Stuttgart bringt ihn wieder rein. Schusssituation, Matuvia blockt. Greuß bringt ihn nochmal aufs Tor, aber auch rechts dran vorbei. Trifft ihn nicht hundertprozentig. Da ist keine Gefahr für Ostbild und sein Tor. Und Abstoß für den FSV. Gut verteidigt von Matuvia auf jeden Fall. Ah, da versuchen Buterkrit und Buadus das Zusammenspiel. Chase hat nochmal sein Bein dazwischen. Einwurf hier für Emmerling. Kein Handspiel von Hoppe. Chase, Schiedsrichter sagt Handspiel von Hoppe. Also wir haben es relativ deutlich aus unserer Perspektive hier oben gesehen. War meiner Meinung nach nicht. Ja, aber der, also Schiedsrichter, also Schiedsrichter sagt gerade schon, Regie, Gott sei Dank besuche ich der Schiedsrichter. Die Regie neben mir sagt, der hat ihn mit dem Ellbogen geschlagen, aber der hat den Arm angelegt und der trifft ihn eher am Brustbereich als am Armbereich. Gut, we agree to disagree hier auf Algorithmia. Ich wäre nie parteiisch für Stuttgart, macht dir keine Sorgen. Sagen wir mal so, wir nehmen den Freistoß auf jeden Fall mit. Ja, wir sind zufrieden bis hierhin. Und da stehen wieder unser allseits beliebtes Duo, der Vecchio. Neben Asuak. Beide heben den Arm. Asuak bringt ihn rein am ersten Pfosten, aber da haut Laufheimer mit dem Kopf wieder raus. Schlags ins Niemandsland. Den muss Simon nur einsammeln. Chase. Auf einmal und Hoppe. Chase, verfolgt von Del Vecchio. Simon. Und Notnagel.
der heute eigentlich, wenn Stuttgart im Ballbesitz ist, wirklich klassisch Linksverteidiger spielt. Aber gegen den Ball dann in die Dreierkette hinten zurückgeht. Chase. Guter Ball auf Notnagel. Weik, Notnagel. Ja, Stuttgart jetzt versucht ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Hat aber noch keine zündende Idee. Vielleicht dieser Chipball nach vorne Richtung Paula. Aber da ist Hildmann dazwischen. Hildmann verliert den Ball wieder durch zu Ostbild. Kein Foulspiel hier. Emmerling. Chippt den an Greuz. Vielleicht vorbei. Greuz auf Simon. Simon auf Chase. Buadus kommt da nicht dran. Hoppe. Laubheimer. Paula. Das Notnagel so weit vorne. Versucht er mit dem aufrückenden Notnagel auch Überzahlsituationen in der Offensive, beziehungsweise nicht in Unterzahlsituationen zu kommen, indem man Weik viel besser schieben kann. Aber was sie zur Ecke. Beim FSV unter dem Tor machen sich auch schon die FSV-Ersatzspieler warm. Bei den Stuttgartern sehen wir dahingehend noch nichts. Paula mit der Ecke. Richtung ersten Pfosten. Und Awassi bringt den weg. Einwurf für die Gäste. Spiel ist ein bisschen abgeflacht in den letzten 5 bis 10 Minuten. Aber Gott sei Dank auch vom Temperament. Also es war schon hier gefährlich. War schon mehr Feuer drin in der Partie, ne? Auch emotional, ja, auf jeden Fall. Ein bisschen abgekühlt alles, aber das heißt nicht, dass wo Glut ist, kann auch Feuer noch entstehen. Münst nimmt Hoppe mit. Drakas bringt ihn jetzt in die Mitte. Keine schlechte Situation, aber Ausfeld hat den. Azuak verfolgt jetzt von Weik. Azuak lässt Weik aussteigen. Und bringt den Ball dann. Oh, glücklich, dass Bornheim diesen Ball jetzt noch hat, ehrlicherweise. Buadus. Dem klebt das Ding an den Füßen. Es gibt Einwurf für den FSV. Awassi. Kein guter Ball auf Schlags. Drakas kann ihn nicht erobern. Glück für den FSV. Matuvia. Versucht einen Seitenwechsel, der misslingt aber komplett. Glücklicherweise kommt der Ball aber zurück zu Bornheim. Reus und Notnagel. Hoppe. Matuvia muss ihn jetzt stellen. Drakas bekommt ihn jetzt rechts. Hoppe. Matuvia macht das gut. Emmerling verliert hier den Ball. Münz mit Foul an Matuvia. Die Situation hätte sich auch ganz anders entwickeln können. Auf jeden Fall. Ausfällt nur mit dem Freistoß, der relativ wenig bisher sich zeigen konnte, was aber eigentlich ein gutes Zeichen ist. Richtung Buadus. Kreuz, schöne Kerze. Und Buadus schiebt hier seinen Körper gegen Chase rein. Vorstuhl von Buadus, ja. Hat den Arm zu weit oben gehabt. Paula. Stuttgart wieder in der Vorwärtsbewegung, aber dreht ab.
Ball geht zu Kreuz. Hat auch den Eindruck, dem wird der Ball ein bisschen gelassen, weil er in der Regel nicht damit weiß, was anzustellen. Hoppe. Verfolgt von der Vecchio. Reus. Und jetzt wieder Notnagel. Da kommt die Mitte. Geil nimmt den mit. Geil mit der Situation. Der ist abgefälscht von Matthias. Allerwertestem, aber dann auf Ostbild durchgelaufen. Hier sehen wir wieder Chase gegen Buadus. Chase bleibt Sieger, bringt den Ball nach vorne. Drakas gegen Emmerling. Emmerling macht das hier nicht schlecht und holt einen Einwurf raus. Gut verteidigt. Ja. Azok war mir da ein bisschen zu leichtsinnig. Sowohl, dass er sich da in den Zweikampf noch bringen lässt und dann mit dem Pass. Stuttgart erobert den Ball. Notnagel wieder auf dem Weg nach vorne. Das ist Paula. Bringt ihn jetzt rein. Gallier nimmt ihn mit der Brust an. Matthias ist dazwischen. Gallien bleibt übrigens liegen. Im 5-Meter-Raum. Paula. Weiß man wieder dazwischen. Gallien mittlerweile wieder auf dem Bein. Und zurück auf seine Position. Stuttgart spielt sich dabei ein bisschen den Ball hin und her. Probiert es jetzt wieder. Vielleicht mit einer Offensivaktion. Über Hoppe. Na, Ball läuft hinter der Vecchio lang. Hoppe hat ihn. Drakas und Emmerling. Emmerling auf Azok. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Ah, da muss Simon rauskommen. Kriegt den auch und schlägt in Richtung Gallien. Zweiter Ball. Münzt. Das ist jetzt Paula. Paula schießt. Ostbild klärt zur Ecke. Also Stuttgart macht hier mehr und mehr fürs Spiel. Aber bisher noch nicht viel mehr Zählbares rausgekommen. Es ist Münz, der die Ecke tritt. Hier sind die Standards und rechts zuständig. Alle Bornheimer Buben im 16-Meter-Raum. Da kommt auf den ersten Pfosten. Läuft einmal durch. Und am Ende ist Azok, der den Ball rausfährt. Und das ist übrigens ein Vorschlag an Azok. Der steigt ihm so richtig auf den Knöchel. Das war in diesem Fall Greuß, der sich jetzt im pädagogischen Gespräch bei Timo Buglin befindet. Und ohne Karte davor kommt. Physiotherapeut Basti kommt jetzt auch auf den Platz. Es gab, können wir kurz erzählen, während wir hier zwei Minuten haben, ich glaube vom ZDF so eine Kurzreportage über so eine Schiedsrichterin. Und die hat hier, die Spielszenen sind hier bei einem Spiel gewesen vom FSV. Die hat hier ein FSV-Spiel geleitet. Und da sieht man auch, wie Azuak intensiv mit der Schiedsrichterin diskutiert. Ich glaube, also ich habe die Doku nicht gesehen, aber ich glaube, davon hat es ein Bild gegeben in unserer Mannschaftsgruppe auch, wie Asa mit ihr diskutiert und diskutiert hat, und ich glaube auch Gio. Gio hat, glaube ich, auch mit ihr diskutiert. Ja. Und da ist so ein Bild in der Mannschaftsgruppe rumgegangen, genau. Aber die Doku selber habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich glaube, das war das Heimspiel letztes Jahr gegen Rot-Weiß Koblenz. Haben wir in der letzten Minute durch einen Elfmeter verloren. Oh, hoffe mal, dass Asa gleich besser geht. So kurz vor der Halbzeit. Wird ja bestimmt einiges nachgespielt. Ich denke, so 3 Minuten, 4 Minuten bei den aktuellen Regelungen der Nachspielzeit können wir uns auf sowas einstellen. Basti geht derweil seinem Job nach. Messina wäre der Ersatzspieler hier für Azuak heute auf der Bank. Oder man wechselt eben die Offensive und spielt mit der Vecchio dann auf der 6 oder mit der Vecchio neben Schlags. Also
Ich sag sogar auch Matteo Costa. Doc Fleischmann ist jetzt auch da, der Mannschaftsarzt. Matteo Costa wäre auch eine Option. Genau. Matteo Costa wäre sogar, glaube ich, eher eine Option, denke ich. Gibt schon irgendwie ein Zeichen Richtung Trainerbank, ob gewechselt werden muss? Ist der Kreuz immer richtig auf den Knöchel getreten, ne? Das ist schon. Sieht nicht ganz so gut aus. Er steht zumindest. Das war ja bei dem Spiel gegen Schott Mainz auch so übel. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Jetzt Achtung, der spielt mit der 22 auf die 7. Ja. Asa kommt zumindest selbstständig vom Feld. Ja, alles wird gewechselt und da kommt Matteo Costa, oder? Da unten? Matteo Costa, ja. Ja. Für Asa geht's nicht weiter. Hoffen wir, dass es eine überschaubare Verletzung ist. Wie kommt jetzt gleich der junge Matteo Costa ins Spiel? Das war aber gegen Schott Mainz das Spiel. Das war ja, du hast dich da verletzt, der Ganzmann hat sich irgendwie das Kreuzband gerissen. Ja. Das war ja nur eine üble Geschichte. Ja, wir haben leider generell sehr viel Verletzungspech. Also Hermes verletzt, Ono verletzt. Mimi Sevic, dein Mitbewohner. Genau, Mecklemore auch verletzt. Shosanomia, genau auch. So. Wäre ganz gut, wenn Bornheim den Ball mal rausbringen würde. Dann könnte nämlich Costa sogar ins Spiel kommen. Bornheim jetzt nämlich in Unterzahl noch. Schlag. Na, setzt er nochmal nach. Nein, Greuß holt den Ball. Kein Foulspiel hier von der Vecchio. Weißmann. Chase. Und Schlags. Ja. Bin ich mal gleich gespannt auf die Nachspielzeit, wie viel es geben wird. Ja, wenn die Schiedsrichter jetzt mal einen Blick behalten, dann müsste es gleich anzeigen. Ich denke so 4 Minuten. Denke ich jetzt auch. Hoppe zieht in die Mitte, verfolgt von Del Vecchio, Kreuz. Münzt. Drakas. Münzt und wieder Drakas. Schiedsrichter hat noch nichts angezeigt, oder? Okay. Da zeigt er was an. 3 Minuten. This is a German 3. Nee, Tarantino-Kenner wissen. 3 Minuten gibt es oben drauf. Hoppe, Münzt, Drakas, Schlags versucht ihn zu stellen, Drakas passt zurück Richtung Chase. Vorne haben jetzt ganz schön hin reingedrückt. Kreuz und Notnagel. Hildmann rückt raus. Hildmann, Del Vecchio. Del Vecchio wird gefault. Ja, und den Ball damit nehmen ist übrigens, also das hasse ich ja wie die Pest. Ich hasse solche Situationen. Sowas wie, ah, ich berühre hier nochmal den Ball, ich stelle mich nochmal davor. Ich glaube, jetzt wird sowieso einmal gewechselt. Ja. Nee, noch nicht. Matteo ist noch nicht drauf. Ich sehe ihn zumindest nicht. Bornheim immer noch in Unterzahl, jetzt mit Emmerling. Ich bin mir nicht sicher, ob Matteo aufs Feld kommt oder Frankie, der steht da unten auch schon bereit. Matovia. 1,5 Minuten noch. Schlags. Langer Ball Richtung Butakrit. Butakrit gegen Chase. Butakrit vor Chase. Aber wer war zuletzt dran? Schiedsrichter sagt, Butakrit war zuletzt dran. Es gibt Abstoß. Notnagel. Langer Ball Richtung Paula. Weißmann muss hinterher. Weißmann stellt ihn jetzt. Weig. Laupheimer. Chase. Hoppe. Vorne jetzt mit einem weniger ganz schön reingedrückt. Chase. Laupheimer. Chase. Und Notnagel. Paula. Weig bietet sich links an.
Da dreht er aber ab. Zurück auf Laupheimer. Chase. Und Notnagel. 30 Sekunden noch. Notnagel. Geht hier flach rein. Versuchen hier den Ball abzuklatschen. Das misslingt. Der Vecchio verliert den Ball aber an Notnagel. Versuchen jetzt vermutlich nochmal nach vorne zu tragen. Mit Laupheimer. Kein schlechter Ball, aber Matuvia ist dazwischen. Kettet aber nicht gut. Der Vecchio. Kommt er den Ball jetzt? Nein, da ist ein Stuttgarter dazwischen. Faust von der Vecchio. Es gibt nochmal eine Freistoßsituation. Es dürfte die letzte Situation hier in der ersten Halbzeit sein. So stellen sich die Stuttgarter auch hin. Da sieht ja keiner mehr hinab. Ball kommt jetzt rein Richtung zweiten Pfosten. Ausbild muss den haben. Ausbild wird vom Gegenspieler angegangen, hat den Ball dann aber dennoch mit einer hübschen Volleyball-Baggerbewegung über den Stuttgarter gebracht. Und jetzt gibt es auch nochmal eine Rudelbildung. Wir sind noch nicht in der Kabine, wir bleiben nochmal drauf. Hier wird nochmal Gesprächsbedarf geben. 1:1 auf diesem Wege auch. Gute Besserung, aber hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. So. Wir warten mal kurz ab, bis alles wirklich in die Kabine geschafft haben, ohne sich gegenseitig eine mitzugeben. Ja, unnötig jetzt nochmal, sage ich ganz ehrlich. Unnötige Szene. Oh, jetzt kommen hier Securities mit Schirmen. Frage ist, wen sie abschirmen wollen. Vermutlich den Schiedsrichter. Ahmed Azak wird von Fleischmann und Physiotherapeut Frosty reingemacht. Und jetzt, das habe ich auch noch nicht gesehen hier am Hang, wird der Schiedsrichter Buglin und sein Assistent mit Regenschirmen vom Platz begleitet. Neben ihm Michael Görner, der Präsident des Vereins, und Tim Görner, der Cheftrainer. So, ich hoffe, alle sind jetzt sicher im Gang angekommen. Halbzeitfazit? Am Ende hat Stuttgart auf jeden Fall nochmal ein bisschen gedrückt. Wir hatten am Anfang des Spiels ein bisschen mehr Spielanteile. Also ja, alles in allem würde ich sagen, 1-1. Ist schon okay noch, aber wir müssen aufpassen. Geht in Ordnung, die Elfmeterentscheidung für Stuttgart höchst fragwürdig. Da hat sich 1-0 gefallen und Butakrit konnte dann einen gestohlenen Ball von Azog nochmal verwerten in der 18. Minute. So geht 1-1 in die Pause und wir sehen uns in so gut 12 bis 15 Minuten zum zweiten Durchgang wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe noch einen Hall. Jetzt habe ich keinen Hall mehr. Vielen Dank an die Regie. Ja, grüß dich, Beppo. Willkommen zurück zu den 45 Minuten. Zwischen Frankfurt und Stuttgart steht der 1-1. Torschützen am Paula nach einem fragwürdigen Elfmeter. Und Butakrit für den FSV. Damit hat er bei den letzten zwei Spielen gegen Stuttgart jetzt 3 Tore schon gemacht. Respekt dafür. Gute Bilanz auf jeden Fall. Könnte die noch ein bisschen ausbauen, meinem Geschmack nach. Beim FSV sehen wir gerade unten im Bild, wie sich Matteo Costa warm macht. Wird gleich ins Spiel kommen. Azog hat sich ja kurz vor der Halbzeit verletzt, wurde aber nicht mehr eingewechselt. Von Azog wissen wir auch noch nicht, wie es ihm geht, aber er wurde von Schultern gestützt in den Kabinentrakt gebracht. Ich habe ein bisschen die Frage, also es gibt, glaube ich, 2 Optionen, wie dieses Spiel weitergehen kann. Entweder wir sehen hier ein richtiges Getrete, wo am Ende, was weiß ich, 9 gegen 10 spielen. Oder es wird eine total langweilige zweite Halbzeit. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts. Hat sich natürlich jetzt schon in der ersten Halbzeit aufgebaut, ne, sehr emotional. Gerade auch am Ende nochmal, als der Schiri abgepfiffen hat, gab es da nochmal so eine kleine Rudelbildung. Ne? Also man kann auf jeden Fall schon eine weitere emotional hitzige Partie erwarten, aber hoffen natürlich auch trotzdem noch auf weitere Tore, ne? Hoffentlich auch für den FSV noch das ein oder andere. Ja, Matteo Costa mit der 22 kommt jetzt im Mittelfeld rein, wird da Azak ersetzen, ansonsten sehen wir beim FSV keinen Wechsel, aber sie hat jetzt die Kapitänsbinde am Arm anstelle von Asa. So, zweiter Durchgang. Stuttgart in den weißen Trikots jetzt von rechts nach links.
Und Schiedsrichter Buglin sagt, und erneut geht die wilde Luzi los. Laupheimer und Hoppe. Und Chase und Kreuz. Er stuckerte auf meinen Ball. Weiß aber irgendwie noch nicht so ganz, was man damit anfangen könnte. Eigentlich dasselbe Bild wie aus der ersten Halbzeit. Stuttgart hat den Ball hinten, baut auf. Die stehen ein bisschen tiefer. Jetzt sind wir in Hohnagel, auch hier dasselbe Bild. Hat sich auf die Linksverteidigerposition eigentlich fallen lassen. Reus, Chase mit sehr viel Raum. Und jetzt den langen Ball Richtung Paula. Aber sie, Richtung Ausbild, der geht nochmal gut. Boah. Ja, war technisch souverän von Abassi. Im Gegensatz zu dieser Ballannahme von Matteo Costa, Frankfurt verliert den Ball. Und Reus hat ihn. Zurück auf Simon. Und Simon sagt, Ball nach rechts. Ich glaube, ich gucke heute Abend noch Stirb langsam 3. Habe jetzt schon Bock drauf. Also, ich habe schon 2 Filmanspielungen gemacht. Ich habe Tarantino gehabt und jetzt hier McTiernan. So. Chase. Weißmann kommt ja ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zum Ball. Der Becchio. Jetzt aber dann doch gefault von Münz. Schiedsrichter sagt kein Foulspiel. Einwurf Stuttgart. Laupheimer. Hoppe. Und wieder Laupheimer. Ja. Spiel kommt ein bisschen trantütig aus der Kabine und Matuvia ändert das sofort. Ich sollte aufhören, solche Sätze zu sagen. Gelb für Matuvia vollkommen zurecht. Das ist die 3. gelbe Karte auf Seiten der Bornheimer, wenn man die von Trainer Tim Görner mal geflissentlich ignoriert. In der ersten Halbzeit haben hier noch Weißmann und Butterkrit gelb und bei den Gästen Paula. Ich wollte es eigentlich gerade noch sagen, aber er ist auch so ein Kandidat dafür, der sich auch mal gerne durch so einen Foul eine gelbe Karte einfängt. Auch mal gerne dunkelgelbe. Also er muss auf jeden Fall aufpassen, dass ja. Er hier auf dem Platz bleibt. Der hat alle 6 Wochen was anderes vor. Das ist einfach so. Paula nur mit dem Freistoß. Matuvia mit dem Kopf dazwischen. Und Butterkrit. Ja, der verliert aber sehr einfach an Balk. Balk gewinnt auch diesen Ball. Balk kommt jetzt in die Mitte, da ist Chase. Man spielt jetzt breit mit Paula. Oh, Mario Costa. Technisch sehenswert. Treibt meinen Blutdruck aber 20 Punkte nach oben. Schlags. Jetzt hat Bornheim den Ball mit der Vecchio und bringt ihn Richtung Burdus. Burdus gegen Reus, aber Reus müsste eigentlich schneller sein als Burdus. Aber Burdus bekommt den Ball in die Mitte. Butterkrit, Butterkrit und Simon hat den nochmal dran vorbei. Es gibt Ecke für den FSV. Schade. Gut gespielt. Ja. Ein Butterkrit, der ein bisschen mehr Ruhe hat. Na gut, aber wenn, ne? Ist auch nicht einfach, schwacher Fuß vorm Torwart. Ja. Macht es dann natürlich auch gut. Ja. Spitzer Winkel und alles dazu. Ecke für den FSV. Unser Kongenialis Tandem bei Standards hat sich aufgelöst, dadurch da Azog ausgewechselt wurde. Wir sehen jetzt der Vecchio mit der Ecke. Und einem Auflauf am Elfmeterpunkt. Schlags. Ja, wird nochmal geblockt. Schlags. 2 dabei kriegt er nicht. Jetzt können wir. Kontersituation hier entstehen für Paula. Drakas kommt mit. Drakas bekommt jetzt auch den Ball. Wird gestellt von Hildmann. Versucht den Ball in die Mitte zu bekommen. Das gelingt. Weik hat ihn nun. Weik bringt ihn wieder in die Mitte. Paula bringt ihn ins Tor aus. Oder Münz. Verzeihung, es war Münz. Ich finde bei diesen Trikots unheimlich schwer, die
die Rücken, also bei den Rückennummern hatten wir ja gerade schon zu Beginn der ersten Halbzeit, ne? Aber 3 und 0 unheimlich schwer auseinanderzuhalten, finde ich. Ich finde mittlerweile geht es, am Anfang war es auch ein bisschen schwieriger, aber... Ach, ich weiß noch, ich erzähle mal die Geschichte, wo wir hier vor Jahren hat Hoffenheim 2 gespielt, in so pinken Trikots mit lila Nummern hinten drauf. Da hast du gar nichts mehr gesehen. Das ist natürlich auch eklig, ja. Ja, da hast du gar nichts mehr erkannt. Und da war auch 3-8-0. Einfach Zahlen, die schwer auseinanderzuhalten sind. Hildmann. Lässt Weig aussteigen. Müssen den Ball jetzt loswerden, bevor Weig dazwischen kommt. Schlags gibt den ab. Oh, Matthias nochmal dazwischen. Auch ein bisschen Glück für den FSV. Das war kein guter Ball hier von Emmerling. Er geht in Seiten aus. Chase und Greuß. Hoppe. Richtung Münst, Weißmann und auf die Gegentribüne. Regie versucht uns hier Witze ins Ohr zu legen. Ganz schlechte Witze auf jeden Fall. Weißt du, ich habe den damals gemacht, weil das Schwarz und Weißmann war. Das war der Gag. Zurück zum Spiel. Das mit dem Schwarz und Weißmann ist dir gar nicht aufgefallen, oder wie? Ja, ich sehe schon. Simon. Schlags. Nein, kommt nicht mehr dran, Einwurf für Stuttgart. Schlags gefällt mir gut. Zweikampf stark, lauffreudig. Hat schon ein, zwei Bälle erobert. Auf jeden Fall. Ist ja auch sein erster Startelf-Einsatz dieses Jahr. Ja, komm langsam rein. Ja. Notnagel. Notnagel auch der einzige Spieler über der Altersgrenze. Weil auf Stuttgarter Seite. Heute im Kader. Alle anderen natürlich dann unter der Altersgrenze. So wie hier Chase. Laupheimer. Ah, Mann, das ist jetzt hier geschickt. Hopper hat den Ball. Abseits. Abseits von Dragas. Das ist, glaube ich, die erste Abseitssituation in dem Spiel gewesen, oder? Ich glaube auch, ja. 53 Minuten hat es gedauert. Nee, ich glaube, wir haben noch keine Abseits. Also noch ich kann mich auch an keine Situation erinnern. Matuvia mit dem Freistoß auf Schlags. Emmerling, er verliert den Ball, Jan Hoppe. Draka sammelt ihn auf. Stuttgart spielt erstmal sicher hinten rum mit Greuß. Die FSV-Bank ist jetzt auch nicht das, was man irgendwie als Breite bezeichnen würde aktuell durch die vielen Verletzungen. Nee, ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen. Wir haben ja wirklich... glaube ich, locker 6 Verletzte, 7 Verletzte, ist natürlich dann mal so. Butcher geht jetzt gegen Chase, Butcher geht jetzt in der Box, spitzer Winkel langsam, geht der Ball in die Mitte, ja, aber nur Schade. Auf Simon. Ja, zweimal einer zu viel. Wenn wir uns die Bank angucken beim FSV, haben wir noch Obela, Innenverteidiger, Messina, Mittelfeldspieler, Costa ist schon drin, Kreier, Falaye und Löbus. Ja, Falaye wäre noch so ein Spieler. Ja, ich denke, Bori Falaye wird dann auch der Nächste sein, der reinkommt, gehe ich mal ganz schnell. Kein schlechter Ball hier, lang auf Drakas. Das müsste Abstoß geben. Ja, dachte auch Schiedsrichterassistent Eilert so. Ja, ich glaube auch, dass Falaye der nächste FSV-Spieler ist, der ins Spiel kommen sollte. Weißmann auf Abassi. Abassi gegen Paula. Emmerling. Verzeihung, Hildmann. Schlags. Schlags jetzt langer Ball nach vorne auf Buadus. Der hat ein bisschen Raum. Und macht das sehenswert auf Costa. Aber da ist Notnagel, der sprichwörtliche Notnagel.
mit dem Spann noch dazwischen. Glaubheimer. Notnagel. Das Spiel breit über Hoppe. Hoppe vor der Seitenauslinie. Glaubheimer. Und wieder Notnagel. Versuchen ihn ein bisschen rauszulocken. Das Münst. Schlags. Aber nicht beim zweiten Powder nochmal dabei. Paula. Notnagel. Und Laubheimer. Und jetzt geht er mal wieder auf Hoppe. Ein bisschen wie Handball gerade. Laubheimer und Notnagel. Costa läuft nur hinterher. Drakas hat den Ball. Jetzt Hoppe. Hoppe rechts unterwegs. Schlägt einen Haken. Bringt mir links rein. Und Hildmann vor Paula, Einwurf für die Gäste. Mein Gästen wird gleich gewechselt, ich habe so einen Ersatzspieler langlaufen sehen. Ich meine, es war Colin Fahnenruth, aber das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Der ist wahrscheinlich gerade noch auf der Bank, zieht sich um. Zurück zum Spiel, Einwurf für die Gäste. Kommt den Ball auch hier schön zurück, der Balk. Awasi läuft hinterher. Bornheim klärt ihn schlecht raus, das ist Notnagel. Macht das Spiel wieder breit, Hoppe. Hoppe gestellt von der Vecchio. Drakas. Zurück auf Hoppe. Hoppe vor der Seiten, vor der Torauslinie. Ja. Da kommt hoch rein, läuft dann einen vorbei. Hildmann bringt ihn wieder raus. Mike. Kein Foulspiel schießt, aber das läuft. Vorteil läuft. Paula schießt. Weiß mal mit dem Kopf dazwischen. Ecke. Mike liegt hier an der Seitenauslinie, weil Hildmann ihn da erwischt hatte. Und Weißmann liegt hier 5 Meter raum, weil er den Ball ins Gesicht bekommen hat. Nee, bei den Gästen kommt gleich nicht die 17, sondern die 7, Jordan Meyer. Kommt hier aber noch alle Instruktionen, während Weig vom Physiotherapeuten betreut wird. Weißmann immer noch im 5-Meter-Raum liegt. Ordentlich ins Gesicht bekommen den Ball von Paula. Weißmann steht von selbst, läuft selbst, hebt die Daumen hoch, sagt, mir geht's gut. Schiri hat nochmal extra neben ihm geguckt, weil Kopfverletzungen natürlich mittlerweile besser auf Kopfverletzungen geachtet wird. Der Ball kommt jetzt rein, erster Pfosten. Bornheim kriegt den Ball raus mit Schlags. Aber Notnagel hat ihn, Notnagel macht ihn wieder scharf. Hildmann, Einwurf. So, bei den Gästen wird jetzt gewechselt. Hier kommt Jordan Meyer mit der 7. Transfermarkt.de sagt defensiver Mittelfeldspieler. Und für ihn geht. Ja, wir werden so ein Kandidat. Drakas. Drakas raus und Meyer rein. Die 26, liebe Richie. Weit jetzt mit dem Einwurf. Langer Einwurf. Auf Costa. Schlags. Bringt den gut auf den Boden. Versucht den wegzulegen. Jetzt mal so ein bisschen Entlastung, ne? Wenigstens mal ja. Spiel ruhig machen. Mhm. Und hält mal mit dem Einwurf. Auf Schlags. Awasi. Angelaufen von Gallien. Gallien mit harten Einsteigen. Bei Galliens Einsteigen könnte man denken, dass Awasi ein Römer ist. Ah, so Astrichen. Was denn? Du grinst mich hier so an. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Also, die Wortwitze werden hier immer schlechter. Das Spiel leider auch. Ich bin der Regionalliga Wildwest bekannt für meine Wortspiele. Bitte. Liga weit.
Aber was, sie steht wieder? Hatte Galgen jetzt gelb bekommen? Ja, die gelbe Karte. Dankeschön, gesehen, ja. Ich war so in meinem eigenen Humor versunken. Danke. Ich war so in meinem Witz versunken, dass ich da nichts tun konnte. Das ist ein ganz dummes Foulspiel. Und dann rutscht er ihn noch übers Gesicht. Also sorry, du hast doch gerade gelb gesehen, Kollege. Wie dumm bist du eigentlich? Entschuldigung, ich darf so was nicht sagen. Wie wenig Spielintelligenz hast du da unten eigentlich? Springt ihm da ins Kreuz, rutscht ihm übers Gesicht. Wir haben ja kurz nach der Halbzeit gesagt, es würde uns wundern, wenn das Spiel hier, ne? Ah, ich habe das Gefühl, ja, Galgen. Ja, so langsam geht es auch immer mehr in die Schiene. Eine Mannschaft spielt in Unterzahl auf jeden Fall. Ja. Frage ist nur welche. Das wissen wir noch nicht. Spiel ist jetzt wieder eröffnet mit Schlacks. Das V versucht sich hier auf geringem Raum ein bisschen zu kombinieren. Wird jetzt aber angelaufen, gepresst, Ausbild. Macht das Spiel breit, gute Spielübersicht. Matovia. Ja. Schlags. Weißmann und Awasi. Gute halbe Stunde noch. Noch steht es ja eins beide. Schlags. Foster. In den Rücken von Del Vecchio. Der muss hinterherlaufen, kommt nicht mehr dran. Einmal für die Gäste. Notnagel. Der eingewechselte Meier. Meier wieder am Ball. Und Notnagel. Laubheimer. Rechts spielt sich Hopper an. Laubheimer geht immer in die Mitte. Vorne haben wir Bein dazwischen. Und Einwurf in der FSV. Ich glaube, für die nächsten 10 Minuten kein Tor fällt, fällt insgesamt kein Tor mehr. Das ist mein Eindruck. Das kann man ja leider nie so genau wissen. Das ist schön am Fußball, ne? Ich hätte auch gegen Schott Mainz nicht gedacht, dass wir das Spiel noch gewinnen und machen wir in der Nachspielzeit 3 Tore. Also, ja. Ne? Nonagel ist hier immer dazwischen. Jetzt geht's für Gallier nach vorne. Matovia mit dem Bein nochmal dran. Jetzt geht er zur Außenlinie. Da sammelt ihn Weig ein. Paula. Meier. Ja, das ist schon mein Spiel, glaube ich. Das Problem ist, wenn das erste Spiel das Saisonhighlight ist als Reporter, kann ich nur sagen, werden die 33 Highlights spielen noch ziemlich lang. Hoppe und Chase. Ja, während Costa, die positionsgetreu quasi mit Azuak gewechselt hat, hat die Auswechslung von Drakas das Spiel ein bisschen enger gemacht für die Stuttgarter. Meier spielt jetzt auf der 6, davor Laubheimer, neben Münster und Paula. Und die ganze Außenbahn muss jetzt von Hoppe quasi alleine bedient werden. Das hat er nicht mehr Drakas zur Unterstützung. Das können wir von hier oben sehr gut beobachten. Was wir auch sehr gut sehen, ist, wie Notnagel und Chase sich den Ball hin und her schieben. Ja, versuchen Costa und Schlagster den Ball zu kommen, das gelingt nicht. Paula jetzt gute Schusssituation, Paula drüber. An Quergebäck, da war Ospel noch dran. Ospel war, glaube ich, noch dran, stark, Justin. Ospel war hier noch dran. Aber minimal, glaube ich. Mit dem Ring und dem kleinen Finger, wenn überhaupt. Fünfte Ecke für die Gäste, es geht von rechts. Von rechts, da haben wir Münst bisher gesehen. Auch hier der Fall. Ball kommt flach rein. Laubheimer. Bordem ist dazwischen. Mit Schlags. Schlags bringt ihn erstmal auf Butakrit. Der im Zusammenspiel mit Del Vecchio. Links, schnell wie ein D-Zug. Aziz Bouadous. Verliert dann auch den Ball.
Mike, Paula, Reus. Chase. Schlags. Verliert hier den Ball. Kommt nicht dran. Bonham rennt jetzt ein bisschen hinterher, hinter Gallien. Paula bringt in die Mitte. Den hat Emmerling nicht mal berührt. Der ist ihm einfach über die Schlappen gerutscht. Hildmann. Verdammte schon. Wieder verwechselt. Das passiert mir heute den ganzen Tag hier. Mann. Oh, ist echt zweiter. Hier mache ich das zweite Spiel die Saison. Jetzt. Die Regie spricht hier gerade ein. Wie heißt das? Nicht Erfolg, nicht Lob, sondern. Ja, nein, ich bin noch nicht sicher. Ich werde gerade gerügt. Gerügt werde ich hier von der Regie. Frechheit. Matuvia. Reus auf Chase. Ich bin froh, dass ich nicht die ganze Zeit Reuter sage, ja, bitte. Das ist vierter Spieltag. Meier. Und Weik. Das sehen wir irgendwie häufiger. Meier am Ball. Weiß nicht so ganz wohin damit, aber das war gar keine schlechte Idee. Auf Münst. Münst gegen zwei. Den bringt er noch durch auf Paula. Weißmann ist jetzt dazwischen und Offit hat ihn. Grundsolide von Tim Weißmann. Langer Ball, Del Vecchio. Vorne mit so einer krassen Unterzahlsituation eigentlich. Hoppe stört auch hier, Schlags. Zurück auf Del Vecchio. Ja. Achtung, Gallien kommt von hinten. Hildmann. Wunderbar, sie. Jetzt sehen wir es andersrum. Borla mit dem Ball, aber nicht mit vielen offensiven Ideen. Der Vecchio einmal auf die Außenbahn, jetzt gegen Chase. Hält den Ball auch gegen Chase. Verliert den Ball dann an Chase. Reus. Und Meier. Paula. Avassi könnte den Ball mopsen. Tut das auch. Kann er den jetzt sinnvoll irgendwo hinbringen? Gegen zwei? Nein, kann er nicht. Kein Foulspiel an Avassi. Und Stuttgart jetzt mit der Umschaltsituation. Da sehen wir Münst. Münst noch nicht gestellt von irgendwem. Jetzt von Weißmann. Da geht deshalb rechts raus. Da sehen wir Hoppe. Und Gallien. Gallien bringt den Ball flach rein. Weißmann bringt ihn wieder raus. Bornheim hat den Ball. Jetzt hat Schlags ihn. Oh. Und Aziz Bouadouz prügelt das Ding in den Himmel. Chase hat ihn vor Butterkrit. Und Matuvia auf Emmerling. Bin auch lernfähig hier. Das Costa. Ui. Und den verliert Emmerling hier an Gallien. Gallien jetzt gegen 4. Avassi. Oh. Ganz souverän auf Ostfeld. Sehr souverän. Mein Puls ist immer noch auf der gleichen Frequenz wie vorher. Gute 20 Minuten noch. Hier steht es weiterhin 1:1 in diesem heutigen Topspiel der Regionalliga. Dritter gegen Erster. Matuvia Richtung Butterkrit. Stellt von Chase. Der Vecchio. Matteo Costa. Und Ostfeld. Und Ostfeld sagt, ich will den Ball hier gar nicht. Sieht zu, dass ihr euch nach vorne bewegt. Ah. Also ich bin auch kein Fan davon, immer den Torwart mitzunehmen, tatsächlich, wenn man es nicht machen muss. Das ist die Daniel Endres-Saison, die nicht erlebt. Kannst du froh sein drum. Daniel Endres war so ein Spöker. Weißt du, was Spöken ist? Das ist ein, nee. So ein ostwestfälischer Begriff. Das ist so rumeiern. So, ich spiele den Ball hier nochmal quer. Ich nehme ihn mal an, schlag noch einen Haken vorm Stürmer. Weißt du, das hat mich Jahre meines Lebens hier oben gekostet. Da finde ich den Ostfeld sehr angenehm gegen. Ja, genau. Es ging halt bis auf ein, zwei Mal wirklich gut. Aber die ein, zwei Mal sah richtig dumm aus. Wie man halt aussieht, wenn man vorher in Offenbach gespielt hat. Nohnagel. Ich frage mich auch, warum die mich das jede Saison wieder machen lassen hier. Ich weiß es nicht. Chase. Münst. Glaubheimer und Weik. Hoppe. Jetzt fangen die auch schon an, die gegnerischen Außenbahnspieler durcheinander zu werfen. Kann doch nicht sein. Ja, da ist das egal eigentlich. Ah ja, das ist ja, die Erfolg. Kannst du ruhig machen.
Münzt. Hoppe. Bornheim erobert den Ball. Costa Richtung Burdus. Er nimmt den sehenswert an, nimmt den sehenswert mit, verliert ihn dann an Meier. Meier an Costa vorbei, nimmt Hoppe mit. Hoppe zurück auf Münz, Münz schießt, Ausbild hat ihn sicher. Oh ja, was habe ich gesagt? Ausbild hat ihn sicher, ne? Hat ihn sicher, genau. Hat ihn ganz sicher, hat er ihn. Im dritten Nachfassen hat er den Ball dann aufgesammelt. Wie eine heiße Kartoffel. Echt, Hot Potato. Notnagel ins Seitenhaus. Einwurf für den FSV und da kommt der angesprochene Fallaje mit der 24 da hinspiel. Und beim FSV ist Schluss für. Na? Butterkrit. Ja, das Tor erzielt, hat hier wohl eine gelbe Karte abgeholt. Ein ganz guter Tag. Und ins Spiel kommt jetzt Faller hier, der hat die Saison auch schon getroffen. Und zwar beim letzten Spiel in Baling. Schönes 1 gegen 1 da durchgezogen. Schützerwinkel und dann hinein. Vielleicht gelingt ihm das heute hier auch. Gegen die hoffentlich schon etwas müde gespielte Stuttgarter Innenverteidigung. Wäre schön. Ich kann mir schon vorstellen, dass er mit seinem Tempo, seiner Dynamik nochmal für ein bisschen Wind vorne sorgt. Das auf jeden Fall. Ja, Butcherkeeper war auch ein bisschen abgemeldet die letzte Viertelstunde. Ja, ist natürlich auch viel gelaufen, da hat die Power natürlich auch ein bisschen nachgelassen, ne? Ja. Flyer auf Matovia. Weißmann. Oh. Ein Ball, den man gerne irgendwie noch ein Salami-Brot hinterherwerfen möchte, damit er ein bisschen schneller wird. Stuttgart erobert den. Und Nagel hat ihn nun. Weik kommt über links, über Paula, da bietet sich auch Weik an. Jawohl, Weik hat ihn jetzt. Zurück auf Notnagel. Gallien gegen Weißmann. Meier. Laupheimer und Hoppe. Hoppe zieht in die Mitte, das ist jetzt Meier. Meier verfolgt von Schlags. Schlags geht zu Boden. Stuttgart spielt weiter, der Ball kommt jetzt in die Mitte, an allen vorbei. Foulspiel an Awassi. Schlags liegt noch am Boden, jetzt kommt auch Schiedsrichter Buglin hinzu. Ich glaube, der hat einfach beim Antritt den Ellbogen zu sich. Hat ihm, glaube ich, eine mitgegeben, ne? Ja. Mein Gästen kommt jetzt gleich die 23, Yannis Botziaris. Holt hier unten noch ein, zwei Instruktionen ab, kommt aber wohl gleich erst ins Spiel, ist noch nicht auf dem Spielfeld. Spiel geht weiter, Awassi wurde gerade gefoult, deswegen hat Ospel jetzt den Freistoß auf Matovia. Münzt versucht hier die Bornheimer zu stellen, das gelingt nicht. Matovia zurück auf Ospel. Awassi verliert den Ball. Na, was sagt Schiedsrichter? Schiedsrichter sagt erstmal wird gewechselt. Zeigt aber auch Einwurf an. Kommen wir jetzt erstmal zum Wechsel. Botziaris. Yannis Botziaris kommt jetzt ins Spiel und für ihn geht Torschütze Paula. Marco Hochhaus, der heutige Sternsprecher, hat sich gerade an allen Vornamen des Ausgewechselten probiert, zu unserer Erheiterung. Aber sehr wilder Name auf jeden Fall auch. Ich habe mich überlegt, ihn einfach Paula zu nennen. Das steht auch auf dem Zettel. Ja, da würde ich genauso machen. Ah, dankeschön. Nur Nagel Einwurf. Tja, nur wohin? Gallien kommt ihm entgegen. Oh, Awassi durch die Beine gespielt und dann haut Awassi auch noch Notnagel um. Der Notnagel kennt das Bornheimer Grün schon gut. So gut, dass er schnell wieder aufsteht, weil er es ja schon gesehen hat. Botziaris, Meier und Weik. Oh, durch die Beine von Hildmann. Botziaris Richtung zweiten Pfosten an allen vorbei. Das ist Emmerling. Emmerling über Hoppe. Emmerling an Hoppe vorbei. Und jetzt Richtung Fallaje müsste der Ball gehen. Und das war kein guter Ball. Chase dazwischen. Aber Bornheim bekommt den zweiten. Versuchen nochmal Fallaje einzusetzen.
Er springt aber Falle an den Rücken. Und Stuttgart erobert ihn dann. Laupheimer hat ihn nun. Viertelstunde noch. Ein Tor fällt vielleicht noch. Aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Ja, ich. Ja. Regie weiß wie auch meine Worte, aber ich versuche das Spiel schön zu reden hier. Spannung aufzubauen mit meinen Worten. Ich muss noch viel von mir lernen hier. Zurück zum Spiel mit Simon. Den haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Meier, jetzt zurück Bornheim. Voller hier gegen Simon. Voller hier ist dazwischen. Kreuz. Kreuz bringt ihn raus. Notnagel sammelt ihn jetzt auf und der Vecchio raus rein. Ja, okay, jetzt kommt vielleicht doch noch mal ein bisschen Schwung in die Partie. Da hatte Simon, glaube ich, ein wenig den Antritt von Faller je unterschätzt. Hat er dich auch schon im Training überrannt? Mich überrennt generell niemand. Bist schnell, ne? Nee, also Bori natürlich ein sehr schneller Spieler. Ich hatte jetzt noch nicht so viele Duelle. Sekunde mal kurz, das ist gar kein schlechter Ball hier, aber das ist ein Faustschlag an der Masse. Ja, du hast noch nicht so viele Duelle mit ihm? Noch nicht so viele Duelle mit ihm, aber klar, die Qualität hat er da auf jeden Fall schon. Ausgleich jetzt mit dem Freistoß. 15 Meter vor dem eigentlichen Foul. Sowas ist gefährlich. Das meine ich mit Spöken. Das ist Spöken. Das ist auch Spöken. Das ist. Und jetzt gibt es hier eine Rudelbildung. Also, der Spieler, der am Boden liegt, ist übrigens Weik. Weik wurde hier von Awassi getroffen. Und jetzt gibt es Gelb für Awassi. In der 78. Minute. Mike hat sich echt getan. Ja, echt nochmal aufpassen jetzt, ne? Unsere ganze Dreierkette hinten gelb verwarnt. Ja. Ja. Hoffen wir, dass es für Mike gleich weitergeht. Aber Physiotherapeut sagt, das könnte hier noch ein bisschen so weitergehen für Mike, der sich gerade nochmal die Stützen richtet. Und Botziaris legt sich den Ball zurecht. Vorne meine Hintermannschaft muss sich noch ein bisschen sortieren. Der geht an den Posten und aufspielt, hat ihn. Den hat er sich in die Hände geguckt, würde man früher sagen. Faller je. Den Laupheimer mit dem Foul. Und Ospel mit der Parade des Spiels, oder? Was eine Seelenruhe man an den Tag legen kann. Sind immer ganz eklige Bälle, wenn keiner irgendwie hingeht. Mhm. Die rutschen dann auf dem zweiten Pfosten durch und... In diesem Fall tatsächlich auf dem zweiten Pfosten. Ja. Matovia Richtung... Ne, Faller je auf. Ne, jetzt habe ich es. Matovia auf Faller je, aber Faller je verliert er den Ball. Mit Einwurf für Stuttgart. Gute 10 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Die zweite Halbzeit, Schlag sauber den Ball. Fallaier wird hier nicht gefoult. Spiel geht weiter. Das ist Notnagel und der versucht das Spiel jetzt schnell und breit zu machen mit Weik. Weik gestellt von Costa jetzt. Botziaris, nein, das ist Hildmann. Und das ist übrigens eine, also sorry, da hält der Botziaris die Schulter schon hart rein. Spiel geht weiter. Zwei Bälle auf dem Feld. Oh, muss man es von hier oben echt runterrufen, oder was? So. Wir atmen jetzt ein und dann atmen wir wieder aus. Und dann kommen wir zurück zum Spiel. Es gibt Einwurf für die Gäste. Weik wird diesen Einwurf jetzt ausführen. Gallien bietet sich jetzt an. Wirft weit.
auf Boziaris. Boziaris gegen Costa. Costa tritt den um. Und das ist auch gelb. Ein sehr, sehr dummes Foul, muss ich sagen. Und das ist eine sehr gute Freistoßsituation. Und Notnagel ist da ein Experte für. Den haben wir schon häufiger gesehen, als der früher noch schwarz und blau trug. Jetzt ist doch wieder dieses Temperament im Spiel. Ne? Das ist wieder. Es hatte sich so eine gute Dreiviertelstunde versteckt vor uns. Dann ist es wieder aufgetaucht. Und wie ich vorhin sagte, wenn man einmal in die Group bläst, facht es wieder auf. So. Ospel baut eine Mauer, bestehend aus Vieren. Trotz Jahres ist hier der Schütze für diesen Freistoß, mit dem wir so direkt aufs Tor zu bringen. Trotz Jahres, der kommt, er ist drin, rechts oben rein, ins Torwart-Eck. Tor für Stuttgart, jetzt steht es 1:2, Trotz Jahres, rechts oben rein, an Ostbild vorbei. Den er vermutlich entweder spät gesehen hat oder nicht antizipiert oder was auch immer. Der Schiedsrichter komplimentiert jetzt den Spieler hinüber. Und das Spiel geht damit noch mal für 10 Minuten weiter und Bornheim liegt 1:2 hinten. Während wir die Zuschauerzahl hören, ungefähr 1400 Zuschauerinnen und Zuschauer sind heute da. Weil er hier aber diesen Ball hier nicht. Das ist natürlich bitter, ne? Zwei Standardtore. Ja. Aber das. Oh, Schlags hat ihn hier gut erobert, weil er hier verliert den sofort postwendend an Weik. Ja, vor allem, der Elfmeter ist keiner und das Foul hier war von Matteo Costa war auch einfach dumm. Also, dem so eine Situation zu geben. Ja. Und Stuttgart atmet jetzt einmal durch und versucht das Spiel hier die letzten, na, ich würde sagen, 3-4 Minuten wird es auf jeden Fall oben drauf geben. Also, werden wir noch eine gute Viertelstunde spielen, hier über die Zeit zu bringen. Na, vielleicht 10-12 Minuten noch zu spielen. Mit Greuß. Er schlägt den lang Richtung Hoppe. Hoppe gegen Emmerling. Emmerling lässt den durchlaufen. Es gibt Abstoß. Ja, beim MFSV ist jetzt auch nicht mehr so viel Offensivpotenzial auf der Bank, dass man sagen könnte, oh, da bringen wir nochmal einen. Das stimmt. Um ehrlich zu sein, haben wir da, glaube ich, sogar gar keinen. Also, du kannst wirklich gar keinen mehr reinbringen vorne. Ja. Aber wenn ich jetzt mal Richtung Bank gucke. Gallien. Verliert den Ball an Costa. Wildmann. Lässt Mike aussteigen. Costa. Buadus spielt sich die Linie lang, aber der Ball geht auch Richtung Chase. Chase Ecke. Na, vielleicht hier nochmal in der Standardsituation was von FSV. Der Vecchio läuft Richtung Ecke. Vierte Ecke für den FSV. Viel Auflauf am ersten Pfosten. Kommt Richtung Mitte, den muss Simon haben und den hat er auch. Den konnte doch nur Simon erreichen. Ja. Der war irgendwo im zweiten, dritten Stock. Regulär noch 5 Minuten. Stuttgart in der Vorwärtsbewegung mit Meier. Und das Spiel breit auf Hoppe. Hoppe bekommt den auch zurück. Münzt. Laupheimer. Simon. Angelaufen vom Fallajesch. Bringt ihn seinerzeit schnell weg. Schiedsrichter sagt kein Abseits. Gallien. Gallien lupft. Und Gallien trifft zum 3:1 für Stuttgart.
Damit dürfte dieses Spiel hier vorbei sein. Ja, sag das mal nicht. Ich sag das, ich jinx es gerne, vielleicht in die andere Richtung, aber das war ein Tor. Gallien trifft damit in der 86. Spielminute. Es steht jetzt 3-1 für Stuttgart. Ja. 86. Spielminute. Das Spiel schon aus Kessel von VfB Stuttgart. 1-3 Torschütze. VfB Stuttgart, die Gallien. Fünf Leute hier auf der Tribüne haben Abseits geschrieben. Was war deine Einschätzung dazu? Für mich sah es jetzt nicht so aus. Keine Ahnung, sah so aus, als ob Whitey irgendwie in die Sonne geguckt hat oder so, weil er auch nicht weitergelaufen ist und dann natürlich auch noch vermutet, dass es Abseits ist. Also da bräuchte ich nochmal eine. Okay. Mein Gästen wurde jetzt auch nochmal häufiger gewechselt. Laupheimer ist vom Platz. Das kann ich sagen. Ich überlege, wer noch vom Platz ist. Vielleicht Gallien. Gallien ist auch vom Platz. Schlags. Ja, Bordern bräuchte jetzt schon wieder so ein Wunder von Dreieich. Das ist mir zweimal in einer Saison passiert. Unmöglich ist es nicht. Weißmann Richtung Fallaje. Boadus gegen Chase. Boadus mit Gelb. Gallien und Laupheimer sind runter und Reichert und Simnika sind ins Spiel gekommen. Simnika mit der 15 und Reichert mit der 20. Laupheimer und das Spiel mit der Nummer 9, Dejan Gallien. Neues Spiel mit der Nummer 15, Luan Simnica und die Nummer 20, Leon Reichert. Hoppe. Emmerling dreht den Ball raus, Einwurf. Und Hoppe mit aller Zeit der Welt. Münzt. Bornheim kriegt jetzt einen Zugriff mit Costa. Verliert den Ball aber einen Notnagel. Motivier mit dem Einwurf. Zurück auf Emmerling. Ausbild, oh. Abassi, Ausbild mit einem ganz mittelmäßigen Ball. Und Weißmann mit der Souveränität, wie ich es ihm eigentlich in der Spielsituation nicht mehr zugetraut hätte. Emmerling nach vorne. Fallaier kommt aber nicht dran, das war der eingewechselte Simnika dazwischen. Jetzt hat Schlags den Ball, jetzt Boadus. Boadus aber einfach nicht schnell genug in seinen Entscheidungen, in seinen Ausführungen seiner Entscheidung. Schlags. Boadus lässt er abprallen. Reus nach vorne. Das ist der eingewechselte Reichert. Kommt den Ball wieder. Meier. Notnagel und Meier. Letzte Minute der regulären Spielzeit bricht jetzt gleich an. Notnagel, nein, kommt ihn mal nicht zurück. Reichert hat ihn, jetzt sagt der Schiedsrichter faul. Und jetzt steigt Del Vecchio dem noch auf den Fuß und sieht gelb. Ja, du bist heute der einzige FSV-Spieler, mein lieber Beppo, der nicht gelb gesehen hat auf meinem Zettel. Das ist sonst aber, glaube ich, auch eine Seltenheit. Nein, also ich bin halt auch in der Vergangenheit ein Spieler gewesen, der hat sehr viele gelbe Karten gesammelt. Ja, aber stimmt, wenn ich das hier gerade so bei dir sehe, da hat eigentlich fast jeder gelb gesammelt, ja. Ja, jetzt kommt Nicolas Löbus noch aufs Feld und Schlags geht für ihn runter für die letzten Minütchen hier. Schlags, gute Spieler eigentlich gemacht. Ja, finde ich auch. Abassi gegen Münst. Abassi bringt hier den zweiten aus. Einwurf Stuttgart.
Reguläre Spielzeit ist jetzt rum. Schiedsrichter zeigt eine Zeit an. 3 Minuten. Die 3. Das ist deine Lieblingszahl. Die hat auch in der ersten Halbzeit angezeigt. 3 Minuten übrigens auch vollkommen in Ordnung für das, was hier in der zweiten Halbzeit passiert ist. Avassi, Seitenwechsel. Bonne. Oh, Tim Weißmann mit einem Szene, wo ich die... er hat sich nicht die Knochen gebrochen, das hätte ich nicht zugetraut. Lang Richtung Boadus der Ball. Boadus auf Falaye. Falaye an Chase vorbei. Matovia. War nicht Falaye, war Matovia. Du hast recht. Der treibt sich schon seit ein paar Minuten da vorne rum, ja. In der Spitze. Ja, genau. Man antizipiert aber Falaye an dieser Position. Ja, ja. Deswegen. Wenn ich jetzt nächste Woche wiederkomme als Korrektiv hier. Das ist, ich habe gehört, nächste Woche ist schon jemand anderes eingeplant. Also ich komme nächste Woche frei. Der Wechsel mit der Ecke. 5. Ecke für den FSV. Ja, an allen vorbei. Stucker köpft die raus. Hildmann sammelt ihn ein. Hildmann macht das Spiel wieder breit. Nein, links. Das ist jetzt Falaye. Ja. Geh rein, gib nochmal Ecke für den FSV. 1,5 Minuten noch. Der Vecchio legt sich hier nochmal zurecht. Ich weiß gar nicht warum. So viel Zeit hat er gar nicht. Wir sind jetzt irgendwie in diesen Auflauf am 5-Meter-Raum schlagen. Könnte Boadus, nein, Stürmerfoul. Ich habe keins gesehen. Und Simon mit dem Ball. 6. Minute läuft. Weißmann mit dem Kopf dazwischen. Stuttgart sammelt den ein. Oh, jetzt wird er auch ein bisschen gezaubert am Hang. Aber am Ende ist es Hildmann, der den Ball hat. Und jetzt verfolgt wird von Bocciaris, der. Ey, da kann auch alles schief gehen, Meister. Da kannst du dem hinten in die Hacken treten, bei einem Stand von 3:1. Einwurf für den FSV. Letzten Sekunden laufen. Glaube ich, die letzte Aktion jetzt. Ja, letzte Aktion. Bornem überlegt sich, den Ball auf Weißmann zu werfen und Schiedsrichter sagt, ja, ich habe mir überlegt, das Spiel jetzt hier zu beenden. Das ist die erste Saisonniederlage für den FSV. Wir verlieren heute 1:3 gegen Stuttgart 2. Tore erzielten Paula per Elfmeter und für die Gäste dann traf Butakrit mit 1:1 ging es in die Pause und dann trafen noch Bocciaris und Gallien zum Sieg. Ja, Beppo. Endspielfazit. Spielende-Fazit. So muss ich, glaube ich, die Formulierung. Ich denke, dass der Sieg für Stuttgart alles in allem, glaube ich, in Ordnung geht. Gerade in der zweiten Halbzeit viel mehr Spielanteile auch gehabt. Wir sind gar nicht mehr hinten rausgekommen. Eigentlich hatten gar keine Momente mehr nach vorne richtig. Deswegen kann man schon sagen, dass es auch, dass der Sieg dann schon in Ordnung geht, finde ich. Diese Einschätzung teile ich ehrlicherweise. Vielmehr passt mich noch nicht ein. Also ich bin froh, dass wir 11 gegen 11 zu Ende gespielt haben. Beim FSV gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gelbe Karten. Das Spiel war sehr hitzig. Und wir können froh sein, dass niemand vom Platz gestellt wurde und hoffen natürlich, dass es Asuak bald besser geht. Der in der zweiten Halbzeit definitiv gefehlt beim FSV. Mal schauen, ob es für ihn gleich weitergeht. Beim FSV geht es am Mittwoch nach Waldorf. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder hier zum Heimspiel gegen Freiberg. Und für die Stuttgarter Tabellenführer, die auch heute die Tabellenführung durch diesen Sieg behauptet haben, geht es als nächstes zum TSG Barling. Und dann spielt man zu Hause gegen Waldorf. Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Kannst Danke, dass ich da sein durfte. Kannst gerne wiederkommen. Alles Sehr Gute gerne. Bei der OP. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle hier aus der TSG-Mangarena und wünschen euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, ciao, ciao.